Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem wunderschönen November-Frühlingsabend. Heute ist der... Gott, der ist heute? Der 16. November. 16. November, Damen und Herren. Wir befinden uns heute im Studio mit einem ganz besonderen Gast, zu dem wir gleich kommen werden. Und außerdem ist heute die 81. Sendung. Ich habe gestern vergessen zu erwähnen, dass es die 80. Sendung gewesen ist. Seit Anbeginn der Corona-Lockdown-Phasen. Wir machen diese Saison noch bis zum nächsten Samstag und dann ist erstmal wieder Pause und hoffen, dass wir nicht bis März senden müssen, Damen und Herren. Ich begrüße ganz herzlich im Studio neben mir Uwe Storberg. Hallo Mirko. Hallo Uwe. Ich bin heute extra für dich zum Friseur gegangen. Es ist mir aufgefallen, du trägst dein Haar sportlich gekürzt. Ja, das Haupthaar. Ja, dass du dich am Rücken nicht frisieren lassen hast, ist mir schon klar. Uwe, wollen wir ganz normal beginnen und vielleicht die Band darauf hinweisen, dass hier nicht so rumgelärmt wird im Hintergrund. Ja, das muss doch wohl möglich sein. Ich finde, Jatz ist immer dann, wenn er nicht klingt, viel zu laut. Jatz ist eine völlig überbewertete Störungsquelle, finde ich. Genau. Mirko, Uwe, du eröffnest. Ich eröffne. Hallo Dresden-Neustadt. Hallo Dresden-Altstadt. Hallo Hechtviertel würde ich an dieser Stelle gerne noch mit sagen. Hallo, tiefrotes Sachsen, aber nur auf der Corona-Tabelle. Stimmt, wenn man Corona übertragen könnte auf Politik, das wäre toll. Hallo, Deutschland. Hallo, Europa. Hallo, USA. Hallo, Welt. Und hallo, Universum. Damen und Herren, Sie sehen es schon im Bild rechts, ein Herr, den man kennt in Dresden und nicht nur in Dresden, sondern auch in der Welt. Eine Musiklegende dieser Stadt, würde ich sagen, über den die Presse schon schrieb, als es die Presse noch gar nicht gab, wahrscheinlich. Mit all seinen Projekten, mit all seinen Bands und all seinen Geschichten ist er heute hier. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, ich habe mich noch nie länger als 30 Minuten mit ihm unterhalten. Heute sind es 2 Stunden. Herzlich willkommen, Jens Berger. Hallo. Wo muss ich hinschalten jetzt? Vielen Dank für die Einladung. Ja, so, sorry. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wir müssen jetzt ganz kurz abchecken, Damen und Herren, ob überhaupt der Ton stimmt. Das haben wir völlig vergessen. Ja, das hat dein, Janosch, dein Sohn hat das schon. Janosch, vielen Dank. Ja. Wir müssen ganz kurz checken, ob Jens laut genug spricht, weil das ist immer so eine Sache mit den Gästen. Die sprechen manchmal leiser, manchmal lauter, aber ich denke, dass man dich... Spreche ich laut genug? Wir werden das im Laufe des Talks mitbekommen, denke ich. Wer fängt an mit Fragen? Uwe, du? Hast du dich vorbereitet? Nein. Es ist ja ein Markenzeit, das haben wir ja auch von Harald Schmidt gelernt. Man bereitet sich nie auf die Gäste vor. Das ist richtig. Man googelt ein bisschen heimlich, aber das gibt man natürlich dann vor den Kameras nicht zu. aber was wir unsere Gäste, vor allem die, die ein bisschen in Kunst und Kultur unterwegs sind, gerne immer am Anfang fragen, was habt ihr denn so, was hast du denn so das letzte halbe Jahr gemacht? Oder Dreivierteljahr, muss man inzwischen sagen. Oh ja, das stimmt. Was habe ich da gemacht? Ich habe mich darum gekümmert, wie ich auf andere Weise mein Geld verdienen kann. Teilweise, jetzt zuletzt war ich im Studio und bin dabei, eigentlich was Neues aufzunehmen. Und ja, geprobt, das Obligatorische, was man macht dann. Du warst ja in den letzten Jahren, kann man fast sagen, ja vornehmlich so in Duo-Formationen unterwegs. Schon lange, ja. Was ist es jetzt aktuell? Also was nimmst du jetzt gerade? Immer noch. Also das, was ich, also meine aktuelle Sache ist genauso ein Duo, besteht auch nur aus Drums und Gitarre. Und das, was ich jetzt aber gerade aufnehme, ist eine reine Solo-Geschichte. Nur Gitarre oder spielst du da verschiedene Instrumente selber an? Schon sehr reduziert auf Gitarre und ganz wenige Drums. Ja. So. Du warst ja, also über einen längeren Zeitraum hat man dich ja vor allem mit dem Jealous Mountain, ist das richtig ausgesprochen? Jealous Mountain Duo, ja. Unterwegs. Dein jetziges Projekt heißt? Das aktuelle ist Leaf Kickers. Leaf Kickers, genau. Ja. Hat das jetzt das andere abgelöst oder spielst du quasi parallele verschiedene Duetten? Nein, das Problem mit Jealousy Mountain Duo ist oder war
besteht darin, dass mein Schlagzeuger Jörg A. Schneider sich so extrem die Hand verletzt hat, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr live spielen kann und schon gar nicht in der Intensität, die er halt hat. Also wir sind eigentlich nach der letzten Tour nach Hause gefahren und dann fing an, die Hand anzuschwellen. Und mir fiel das schon auf beim Autofahren, wo er da immer so gemacht hat und so. Und ich, ist alles okay? Er meinte, ja, irgendwie wäre das vielleicht überbelastet. Und dann schwoll die Hand an. Und dann nach ewig langen Ärztebesuchen ist dann rausgekommen, dass das Handgelenk irreparabel zerstört ist. Also die Koryphäen von den Ärzten hatten dann gesagt, dass die das letzte Mal sowas gesehen hatten, als in den 70er Jahren von den Bergbauarbeitern, die mit Presslufthämmern gearbeitet haben. Und das ist sehr tragisch. Das ist wirklich tragisch, vor allem für einen Schlagzeuger. Ja. Ich hoffe, die Dead Nights, hätte ich was gesagt. Late Nights? Die Late Nights. Vor allem am Schlagzeug haben gut zugehört. Intensität dosieren. Vor allem sonst am ist die Karriere irgendwann eher zu Ende, als man es vielleicht. Ja, oder vielleicht schnell und intensiv. Ja, ja. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Ich habe mich meines Jacketts entledigt. Muss ja auch mal zeigen, dass ich helle Hemden besitze. Dass du tätowiert bist. Und Westen. Und dass meine Arme tätowiert sind, weil man sonst immer denkt, dass Matthias Nutsch die Bilder malt. Nein! Bei Matthias Nutsch malen nur die Kinder im Kindergarten zeichnen. Ich habe heute mit neuem Bleistift gezeichnet. Allerdings erst den Cartoon für morgen. Jens, du bist Dresdner? Ja. Ur-Dresdner? Oh, so gut wie. Aus wo bist du geboren? Eigentlich an der Küste. Aber dann, ja. Aber schon in frühen Kindesalter dann hierher verbracht wurden, sozusagen. Weil deine Eltern vermutlich maybe love. Arbeit hier hatten oder? Ja, ähnliche Sachen. Hat mich nie interessiert, warum. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Weil ich kam aus, okay, gut. Wie sagt man? Auspegeln. Ich habe dann zu viele Nebengeräusche getroffen, wenn ich auspegeln. Das so als du begonnen hast, ein bewusstseinsgesteuertes Leben zu führen, warst du dann schon hier. Eigentlich schon, ja. Und das andere war mental vor deiner Zeit sozusagen. Genau. Und wo bist du aufgewachsen? In welcher Gegend? Hier in Dresden. Ja, aber wo? Welche Stadtviertel? Stadtteil ist eine große Rolle. Im härtesten Viertel, in Pieschen. Ah. Tatsächlich. Wie wir es nennen. Du warst ja fast mein Gegner früher. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir alterlich auseinander? Weiß nicht, vielleicht 3-4 Jahre. Ich bin 71er Baujahr, ich weiß nicht, was du bist. 68. 68, 3 Jahre. Das heißt, du warst wahrscheinlich einer von denen, die mir damals zu Fasching die Pistole weggenommen haben, weil ich bin Übigauer. Und Übigauer und Pechner, Damen und Herren, das verhält sich so wie Querdenker mit Straightdenker. Oder Striesener mit Blasewitzern. Oh, auch schön. Also das schreit natürlich förmlich nach Rache am heutigen Tag. Das heißt, ich werde noch ein paar ganz tricky questions stellen. Pieschen. Ist Pieschen für deine musikalische Sozialisierung zuständig? Nein. Definitiv nicht. Weil du mich vorhin gefragt hattest, wer der Wendler sei. Das hättest du ja eigentlich wissen können. Haben die Vorläufer vom Wendler immer beim Pieschener Haftfest gespielt? Genau. Oh, ja. Interessant. Das fand ich übrigens auch interessant, als jetzt im Sommer geplant wurde, irgendwas im Ostra-Gehege mit einer schwimmenden Bühne und dann irgendwie geschrieben wurde, das gab es noch nie in Dresden. Da habe ich sofort gewusst, nein, eine schwimmende Bühne gab es schon zu tiefen Zonenzeiten auf der Elbe und zwar genau. Aber ich war eher derjenige, der den ganzen Tag beim Kartrennen war. Weil der Geruch hat mich so inspiriert da drin, den habe ich so gemacht, in Alpischen, die Runde der Kartrennen. Da kann ich mich auch ganz genau dran erinnern, das war so das... Das war eher für mich das Highlight. Formel 1 des Ostens war das, Karwagen sagt mir damals. Karwagen, genau, stimmt. War da nie auch Melkus irgendwie so ein... Mit dabei, natürlich. Da war doch immer auf der
Leipziger Straße war doch dieses Autohaus mit diesem Glaskasten, genau. Genau. Immer dieser gelbe Bolide. Genau. Damals kannten wir das Wort natürlich noch nie, drin stand. Und man hat ist dann, ich bin dann öfter mal, wo ich mich Autos überhaupt nicht interessieren, auch heute noch nicht, bin ich immer mal aus der Straßenbahn ausgestiegen, um mir das aus von der Nähe anzugucken. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, Uwe, dass du eine ganz, ganz tolle Frisur hast heute? Ja, lieber Jörg, wir machen kein Product Placement. Nee, nie. Aber heute bin ich bei Corleone mit meiner Lösnitz-Pilz-Maske gewesen. Hast du Lösnitz-Pilz getrunken? Alle? Und er hat mir dann sozusagen meines Haupthaares beraubt. Aber wie gesagt, wir sind die einzige Talkshow ohne Product Placement. Wir sagen einfach nur, Lösnitz-Pilz für Dresden reicht's. Jetzt, wenn jetzt ein Tisch gewesen wäre, aber man kann hier alles verlangen. Man kann ja, vor allem nicht für das bisschen Geld. Fest, ne? Ja. Sehr aber gut. Das kriegen die Läden jetzt im Studio 2 auch nie mit. Das Problem ist bei den Läden, sie sind so verwöhnt durch ihr Engagement im Sozietätstheater, dass hier wirklich nur noch mit halber Kraft geleistet wird. Das ist, sind jetzt auch noch so sehr. Jens, zurück zu dir. Genau. Du bist immer so leise, sobald man dich nicht fragt, bist du so leise. So, ich kenne das, ne? Wir unterhalten uns ja ab und zu vom St. Pauli. Das hat er nämlich gemacht das letzte halbe Jahr. Hat vom St. Pauli gesessen und Kaffee getrunken. Ja. Wie so eine Art Pate. Arbeiterdenkmal. Achso, okay. Du hast vorhin erzählt, du hättest, das passt zwar chronologisch nicht, du hättest dich gekümmert, wie man sonst so Geld verdienen kann. Was machst du jetzt? Kryptowährungen oder Prostitution? Nein, ich bin eigentlich reich und Privatier. Also ich brauche eigentlich kaum. Schön. Ja. Wenn Sie das jetzt hören. Dann kann man wirklich auch den ganzen Tag, wo St. Pauli sitzt, dann Kaffee trinken. Mhm. Weil man es kann. Ich merke schon, wir grooven uns heute rumpelig rein. Aber auch das kann passieren. Pieschen. Kindheit, Jugend in Pieschen. Wann hast du also dich von Pieschen emotional trennen können und bist in die große weite Welt von Prolis und Grobitz und allen angeschlossenen Gebieten eingegangen? Das habe ich nie kennengelernt. Also das Einzige, das Prolis in meinen Kopf gekommen ist, durch meinen langjährigen Partner Heiko Schramm, der in mein Leben getreten ist in jungen Jahren. Da hat jemand die Brücke das ist die einzige Verbindung, die ich zu diesen Gegenden habe. Jetzt hast du schon erwähnt, Heiko Schramm. War Heiko Schramm maßgeblich daran beteiligt, dass du Musik gemacht hast? Nö, das nie. Ich hatte vorher schon selber auch... Wir haben uns über Musik kennengelernt, definitiv. Ja. Und ja, dann auch mit ihm meine erste halbwegs richtige Band gemacht. Mhm. Und was war deine erste Band überhaupt? Was war meine erste Band? Meine erste richtige Band würde ich für mich selber schon das mit Heiko Schramm sagen, mit Need a New Drug. Eine unfassbar geile Band, finde ich. Aber bevor es soweit war, Zeit. Ist ja die Musik erstmal irgendwie in dein Leben getreten. Ja. Da, klassischerweise hört man sie erst, dann macht man sie irgendwann, wenn man diese Grenze überschreitet. War die Gitarre dein erstes Instrument und bist dann dabei geblieben oder hast du dich auf verschiedenen Wegen ausprobiert? Nein, eigentlich schon immer Gitarre irgendwie. Ich hatte dann irgendwie mal so im Alter von 15 oder 16 den Anflug gehabt, einen Lehrer zu besuchen, der sich ständig über, das hat 2 Stunden gedauert, bis ich das aufgegeben hatte, mir zu sagen, wie ich irgendwie das zu halten habe. Und da meine Fähigkeiten so begrenzt waren am Anfang, hatte ich es fast aufgegeben. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, zwischen die Gitarre einen Kassettenrekorder zu schließen. Und das war der Kassettenrekorder war mein erster Verzerrer. Und dann dachte ich, okay, ich das klingt schon mal besser als die von Oma geschenkte Konzertgitarre. Ich fand ja auch, dass sich alte, also wirklich ganz alte Röhrenradios sehr wunderbar. Gut S-Verstärker, also ja, das war zum Beispiel mein erster Verstärker, weil ich wusste überhaupt nie, was das ist und wo man sowas herbekommt. Ich kannte nicht mal das Wort Vermona. Ja. Und dann hat irgendwer zu mir gesagt, da musst du hier mit dem Diodenstecker, da musst du da was
dir dengeln lassen und dann hinten ja, das Röhrenradio und dann musst du die Taste und dann... Wunderbar. Ja. Ja. Super Sound. Definitiv. Hat eine bestimmte Musik dich an die Gitarre gelenkt oder war das davon ein bisschen unabhängig? Hing das damit zusammen, was du gerade gehört hast? Ja, das war ein schlichtes Instrument, mit dem man ziemlich schnell und einfach Töne erzeugen kann. So. Und vor allen Dingen Laute. Ja, vor allen Dingen das. Also das Saxophon wäre schwerer gewesen, weil dann bläst man wochenlang rein, ohne einen Ton zu erzeugen. Bei einer Gitarre kann man mit Glück durch Zufall schon irgendwelche Töne erzeugen, die so ähnlich klingen, wie was mit Musik zu tun hat. Saxophon ist auch sehr, sehr leicht am Anfang. Also wenn man so diese üblichen 3-4 Töne spielen möchte, die man für Rock'n'Roll braucht, ist es gar nicht so schwer. Da ist Trompete wesentlich schwerer, also Blechblas. Ja, das stimmt natürlich, aber das hat was mit dem Muskelblasen zu tun. Genau, beim Saxophon ist es relativ leicht. Saxophon wird natürlich, sobald man in richtige Musikbereiche kommt, schwieriger. Aber so genau, in den 80ern ganz schlimm. In jeder Band ein Saxophon habe ich gehasst. Und heute muss ich sagen, dass ich ein großer Freund davon bin, von den Leuten, die das beherrschen und einen guten Ansatz haben und einen guten, gibt's und in Dresden einen guten Ton. Michał Skulski fällt mir ein zum Beispiel, den ich auch sehr gerne in der Sendung begrüßt hätte, der aber scheut. Leider. Viele Grüße an dich, Michael. Dafür war ja in der ersten Staffel Jens Bügel Bürger hier zu Gast. Genau. Der andersrum, zu meinem Erstaunen, viele wussten es, ich wusste es nicht, auch zur Akustikgitarre gegriffen hat, um ein Stefan Distelmann-Programm auf die Beine zu stellen. Das hat mich ein bisschen von den Socken gehauen. Was hast du gehört, als du so 12, 13, 14, 15 warst? Ich musste mir prinzipiell die Musik meines älteren Bruders anhören. In Bilden? Wie viel älter ist der? Also ich glaube 4 oder 5 Jahre älter. Und eigentlich ist das schon natürlich ein Einfluss gewesen, weil ich musste mir schon mit 12 Captain Beefheart anhören und ähnliche Sachen, was mich auch geprägt hat. Allerdings hat er auch ganz viel von diesem, was in der Zeit war, der ganze Art Rock. Und das war eigentlich dann der Grund, dass ich angefangen habe, Musik zu machen, weil mir das derartig auf den Sack ging, irgendwelche 14-minütigen Stücke anzuhören, Krautrock, Artrock, dass ich dann ziemlich schnell in diese Anti-Phase reingekommen bin und ihm dann 2 Jahre später gezeigt habe, hey, das ist der Sound, den man machen muss. Und das ist eigentlich gar nicht so unüblich, finde ich, so in dieser Zeit. Das ist ganz interessant, weil du das sagst, weil gerade bei den ganzen Amerika-Touren, die wir hatten, kommen ja immer ganz viele an und erzählen, und Krautrock und Can und das. Und die waren immer ganz entsetzt, dass ich dann gesagt habe, genau der Scheiß hat mich dazu gebracht, Musik zu machen, weil das für mich unerträglich war, weil ich irgendwie mir diesen ganzen Mist schon mit 14 anhören musste. Und ich dachte, also das geht nie. So. Das ist wirklich interessant, weil das jetzt mehrfach schon das Thema war, wie ältere Brüder, sind immer ältere Brüder, es waren bis jetzt die ich bin dankbar Schwester. Dafür. Ja, ja. Die, Andreas Kornabayern hat gesagt, ein Bruder, der so 6, 7 Jahre älter ist, hat den perfekten Abstand alterstechnisch, damit man vernünftige Musik zu hören bekommt. Ja, bestätigt stimmt sich auch. Schon wieder bestätigt sich, ja. Alle Fälle. Wenn man anfängt, Gitarre zu spielen, war das dann bei dir sehr schnell soweit, dass du gesagt hast, ich will jetzt nie nur irgendwie was hören, was ich kenne, ich will selber Songs schreiben. War das schon ganz am Anfang mit dabei oder ging es erstmal nur ums Beherrschen des Instruments? Nee, überhaupt nie. Also ich bin auch der Meinung, dass jeder, der will, soll einfach spielen, egal wie er jetzt musikalisch oder handwerklich dafür in der Lage ist. Sehe ich als ersten Anspruch an Musik zu machen. So. Also ich schätze natürlich, also alles was mit Musik, Theorie oder so, ist Jahre später gekommen, aber ich bin ganz froh eigentlich Autodidakt zu sein, weil es ist besser den Umweg zu nehmen am Anfang Autodidakt zu sein, zu gucken, sich abzuschauen und später merkt man dann, Mann, das ist ein
C4 oder so, das ist das, gar nicht gewusst, habe ich mir selber einfallen lassen, weil es doch schnell passiert, dass wenn man methodisch, gerade Methodik lernt, über Jahre hinweg nie wieder davon rauskommt. Deswegen freuen sich viele, entschuldigt, Jungs. Ich will ganz deswegen freuen sich dann viele Jazzer, wenn sie am, die letzten 3 Sekunden des Stücks dann freispielen können. Und es ist zwar wirklich super cool, nur anzusagen, in welcher Tonart man spielt, aber man hängt natürlich auch in diesen Dingern fest. Das ist halt Methodik. Und alles, was Musik vorwärts gebracht hat, war immer Methodik zu brechen. Ja, oder halt sich zu lösen oder über Umwege in andere Richtungen zu gehen. Was waren so die musikalischen Helden deiner Jugend? Meiner Jugend? Schwer zu sagen, weil schon ziemlich viele unterschiedliche Sachen. Also ich war mit 15, Billy Bragg durfte ja schon im Osten spielen. Ja. Mhm. Mit 15 habe ich den 15 oder 16 im Fountainpalast im Kino gesehen. Hast du veranstaltet? Ja, dann bist du dran schuld. Ja. Weil, also mit der Scheune von gerade zusammen. Ja, da war ich beim Konzert und habe das mir angeguckt und habe gedacht, scheiße, morgen schneide ich die Lederjacke ab und bin Punkrocker. Also ich habe ziemlich zeitig mit 16, auch durch meinen Bruder schon viel einstürzende Neubauten, Dinosaur Junior, Beastie Boys, all den ganzen Kram. Das war so die ersten Sachen, die noch in diesem normalen Gewand waren, mit denen ich gemacht wurde. Dann viel mit Hardcore-Punk in frühen Jahren, dann die ganzen Chicago-Sachen, die frühen, was mich dann eher emotional getroffen hat. Reduzierung von Sounds, kann man ziemlich breit. Wenn man sich für diesen Kanon von Musik interessiert, wie fühlt man sich dann in den 80ern, in denen ja eine ganz andere Musik quasi in so... Och, eigentlich ganz gut. Okay. Also ich habe mich da weniger als Außenseiter gefühlt und End 80er gab es eigentlich wirklich sehr gute Musik, wenn man sich drum gekümmert hat, was ich so denke, alles ist. Sehr gute Musik gab es, glaube ich, immer. Ne? Ja, ne, das sowieso. Aber nein, weil so die 80er so als immer so abgetan werden, als End 80er sind New Wave, No Wave in aus den Staaten, die ganzen Sachen, die gekommen sind, war schon sehr innovative Zeit, definitiv. Der ganze Hardcore-Punk, was immer nicht zu verwechseln ist in Deutschland, wenn man immer sagt Hardcore-Punk, denken alle an Punk, aber Hardcore-Punk ist definitiv was anderes als irgendein scheiß Punkrock-Zeug. Also ich rede dann eher von Husker Du oder solchen Sachen oder Fugazi und ähnliches. Ich war vor 2 Jahren in Kroatien, war ich mit meinem Sohn mal im Sommer und wir waren dort bei einem Festival und da spielte der Frontmann von Husker Du Solo, weiß nicht auf den Namen, Janusz Bob Mould. Genau, spielte da und es war ein Gewitterabend, es zog ein Unwetter über diesen Open-Air-Platz, also es war ein ganz kleiner Sportplatz von einem Hotel und da zog das Gewitter drüber, es regnete in Strömen, die Bühne stand 20 cm unter Wasser, die Techniker waren völlig aufgelöst, weil alle Angst hatten, sie würden in einem Stromschlag kam und gehen können und der spielte weiter und weiter und weiter und ging nicht von der Bühne. Ja, vielleicht bevor wir in die 90er Jahre eintauchen. Bisschen Methodik? Ist etwas Methodik aus dem Studio 2. Mit dem Studio Form in Form. Nein. Wir schalten in unser Nachbarstudio, in unser hygienisch einwandfreies und frisch durchdesinfiziertes Jazz-Studio. Wünscht ihr doch mal Tanzmusik, Damen und Herren, jetzt mit den Late Nights. Viel Vergnügen. Thank you.
Damen und Herren, da sind wir wieder zurück. Ich muss kurz wieder in mein Programm hinein. Die Late Nights. Mathis Nikolaus am Piano, Johannes Fricke am Kontrabass und Felix de Meere am Schlagzeug. Heute mal wieder. Denn. Achso, ich soll übrigens ausrichten von Sebastian, wenn du seine Snare benutzen möchtest, darfst du das gern tun. Hat er gesagt. Unser Studiogast heute, Jens Berger, Rock'n'Roll-Urgestein dieser Stadt. Und mit Rock'n'Roll meine ich nicht das, was Sie unter Rock'n'Roll verstehen, sondern eigentlich die Lebenskunst des Rock'n'Roll. Wenn man dem Internet glauben darf, deswegen verstehe ich das mit der Frage, hast du 1989 in der verweist... Das Internet auf eine Band, die heißt Don Q and His Magic Crew. Ja. Mit Marco Hübschmann, man mag es nicht glauben, Jörg Löffler und Meisner. Ja, Olaf Meisner, ja, ein Freund von mir. Das war ja, muss ja aber noch vor Nidi Nudrat gewesen sein. Ja, aber ob man jetzt... jede Konstellation, mit der man mal drei Konzerte oder drei Sachen gespielt hat, jetzt als Band bezeichnen sollte, ist natürlich... Ja. Dann gab es ja noch den mit dem sehr interessanten Namen eine Kombo, die nannte sich Fröhlicher Griesbrei. Ja, das war mein Anfang. Ja. Okay, Fröhlicher Griesbrei. Da haben wir versucht... ja, das war unsere Ausdrucksweise zu der Zeit. Was war das für Musik? Fröhlicher Griesbrei? Keine Ahnung, gar keine. Vielleicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Das war halt das, wenn man anfängt, Musik zu machen und möglichst eine Art von Anti-Musik macht, würde es schon als Punkrock bezeichnen. Ich staune, dass dann sowas man sich anfängt. Tatsächlich im Internet niederschlägt. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, also weil irgendjemand muss es ja reinschreiben. Also, weil du das jetzt hier so... Ja, deswegen schreiben ja eigentlich alle, die auf Wikipedia stehen, ihre Einträge selber, bevor das jemand anders macht. Ja, ja. Aber das hast du sicher nicht geschrieben, denn hier steht... zu Fröhlicher Griesbrei. Ja. Es wurde auf ein legendäres Konzert am 6. Mai 1989 in der Lutherkirche verwiesen. Ja, da wurde sogar ein Altar gepisst. Ja. Das ist ja schlimmer wie bei Pussy Riot. Ja. Ja, mein Gott. Und warum? Was? War Party. Und wer hat da dran gepisst? Der Priester? Ach, keine Ahnung. Er ist ja längst verjährt. Ja. Da mein Gott, kann ich mich nicht dran erinnern. 30 Jahre her. Priester zutrauen, also, weißt du?
Wie bist du dann eigentlich dann genau zu Heiko Scham gekommen? Habt ihr euch bei irgendeinem Konzert getroffen? Bei einem von ihm, bei einem von dir? Nein, ich hatte genau die Sache, von der du gerade gesprochen hast. In der Lutherkirche? Nein, nee. Von dieser Sache mit von Matthew. Genau. Ja. Wir hatten irgendwo gespielt, ich glaube damals mit den Freunden der italienischen Oper oder so. Und ich hatte damals das erste Mal in großen Amp. Und das Konzert bestand eigentlich nur aus Feedbacks von meiner Seite aus. Und nach dem Konzert kam Heiko Schramm zu mir und sagte, ey, das war das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Wollen wir eine Band machen? Und das war eigentlich der Beginn da. Musik mit ihm zu machen. Ja. Habt ihr dann schon sozusagen in der Trio-Variante angefangen oder war das erstmal nur genau, zwei? Nee. Trio-Variante, glaube ich. Vielleicht auch noch jemand. Nee, vier waren wir sogar, aber dann weniger und dann drei am Ende. Ja. Dann noch Thomas Wolf am Schlagzeug. Wart ihr damals schon optische Stilikonen dieser Stadt? Oh, nein, unbewusst maximal. Weil ja immerhin sowohl du als auch noch einen anderen Art von Jackett, als auch Heiko ja nach wie vor heute ohne Hut und feinstens vorne das Haus nicht verlässt. Na, ich würde sagen, Heiko hat je nach Stimmung verschiedene Outfits. Na, also entweder Urban Classic oder... Kommen wir jetzt so in das Fashion-Ding rein. Wir haben ja Zeit für alles. Aber dich kenne ich eigentlich stabil. So. Also du bist schon immer... Minimal. Genau. Auf jeden Fall immer faszinierend gewesen, euch zu sehen. Ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwann einen Proberaum, da hattet ihr auch einen Proberaum. Vielleicht eine Baracke am Schlachthof oder so, keine Ahnung. Nee, nie. Nee? Kann nicht sein. Also irgendwo waren wir mal, wo ihr auch wart und da sind wir uns begegnet. Heiko wüsste das wahrscheinlich jetzt. Okay. Vielleicht guckt er ja zu, Heiko, vielleicht guckst du ja zu. Dann kannst du es ja schreiben. Nee, sagt mir, nee, Schlachthof hatten wir nie Proberaum. Wir hatten ja immer kurze Wege eigentlich. Naja, alter Schlachthof ist ja nicht so weit weg. Ja, aber... Ja, nee, nie. Gut, dann war es woanders. Aber wahrscheinlich woanders. Ich finde ja immer, dass wenn sich so eine Band neu zusammenfindet, egal ob das jetzt drei oder acht Leute sind, das ist ja so eine magische Sache. Ja, unbedingt. Also man testet sich aus, man tauscht am Anfang die Dinge aus, die einen interessieren und wo trifft man sich, wo geht es eher auseinander, was lässt man weg, was kommt vielleicht hinzu und sind ja drei Individuen, die mit unterschiedlichsten oder unterschiedlichen Vorstellungen in so eine Band reinkommen. Wie war das so am Anfang von Needing No Drug, dass ihr dann am Ende auf euren Sound irgendwie kommen seid? Ich nenne das immer jugendliche Energie, weil dies mit nichts wettzumachen, also man das findet, also ich bin der Meinung, dass man genauso wie man im gesamten Leben nicht eine große Anzahl von wirklichen Freunden findet, ist am Anfang eine Band eigentlich was wie eine Gang oder wie ein Geheimbund, was über andere unaussprechliche Sachen funktioniert. Also wo man sich wortlos versteht und ist dann auch völlig egal, ob dann drei Leute im Publikum sind oder 200, ist erstmal unerheblich. Das findet sich ziemlich schnell. Also Magie, die Musik eigentlich beinhaltet, wenn Leute was zusammen machen. Das ist auch der Punkt, der bis heute geblieben ist, dass der irgendwo anders stattfindet, unabhängig von Publikum oder ähnlichen Sachen. Und allerdings, was schwer weckt, dass man in jungen Jahren natürlich kompromissloser rangeht. Und der einzige Weg, um eigentlich sowas aufrechtzuerhalten, ist eigentlich dann musikalisch irgendwie sich weiter zu entwickeln. Weil das, was man am Anfang mit purer Energie nur machen kann,
die vorhanden ist, was auch meistens überspringt aufs Publikum, was auch mit Naivität oder ähnlichen Sachen oder mit Power zu tun hat, muss man dann eigentlich versuchen, also für mich wäre es unmöglich, 20 Jahre lang denselben Scheiß zu spielen. Ja. Also wenn man jetzt so andere Bands sieht, die irgendwie, ist ja unsäglich, dass irgendwelche, hast du schon irgendwann mal eine Reunion erlebt und dir ein Konzert von der Band angeguckt und hast gesagt, wow. Es gibt aber auch, ganz selten. Es gibt auf der anderen Seite auch viele Bands, die schon sehr lange existieren. Das ist was anderes. Ich mir wünsche, ja, dass sie bitte die keine neuen Songs mehr schreiben. Das ist was anderes. Also ich habe, wenn man über Jahre hinweg kontinuierlich eine Band hat und sich sagt, wie in Kaspar Protzmann, ich spiele 20 Jahre lang dieselben 10 Songs. Also okay, mehr muss man nie machen. So. Man sollte damit aufhören, wenn man die schlechter spielt als eine Coverversion aus einer Kleinstadt. Ja. Dann auch, aber... Ich finde ja, dass ein Trio, gerade so Schlagzeug, Bass, ja, Gitarre, hat ja für meinen Begriff auch den unwahrscheinlichen Vorteil, dass diese Besetzung ja massive Möglichkeiten für musikalischen, geistigen Freiflug auch bietet, weil sobald eine zweite Gitarre oder zur Gitarre noch ein Tasteninstrument dazukommt, wird es unwahrscheinlich schwierig, weil man dann doch immer wieder auch Rücksichten nehmen muss, die man vielleicht bei Bassgitarre, wenn die beiden auch noch so gepolt sind, dass sie sich mehr oder weniger blind verstehen. Ja, ist es nicht so? Nee. Okay. Wenn irgendwie... Also es ist eigentlich unabhängig, wie, denke ich, ob man wirklich von einer Duo-Version oder noch einer riesigen Band, wenn die Attitüde, das, was man machen will, da ist, sehe ich da eigentlich überhaupt kein Problem. Und diese, ich meine, irgendwelche egoistischen, hier der Gitarrist und da ein Gitarrist, das ist ja eher, was man aus irgendwelchen Mainstream-Quatsch kennt, dass irgendwie ein Gitarrist immer eigentlich mehr das und der ist Rhythmus-Gitarrist und das. Ich meine, man kann doch heutzutage machen, was man will. Wenn man vor 20 Jahren Instrumentalmusik gemacht hätte, hätten alle gesagt, ja, ist ja ganz gut, aber hier fehlt so Gesang. Oder wenn man ohne Bass spielt, hätten alle gesagt, ja, ist eigentlich ganz cool, aber ein Bass wäre richtig gut. Aber heutzutage ist doch scheißegal, ob du mit einem Computer Drums im Duo, egal, du kannst ja alles, du kannst irgendwelche Fernsehapparate jonglieren und damit machen und das ist völlig normal. Und es gab eigentlich für mich nie eine bessere Zeit als in den letzten Jahren, was an musikalischem Output rausgekommen ist in den verschiedensten Konstellationen. Also niemanden interessiert es mehr, ob da nur ein Bass mit einem Drummer steht oder in Computer Freak oder ein Noise-Macher oder man nur mit Pedals und irgendwie Krach erzeugt. Was hättest du gesagt vor 10 Jahren? Da sitzt irgendein Typ da und schraubt an irgendwelchen Gitarren-Pedals rum. Ist heute überhaupt kein Problem, ist ja Standard. Die letzten Jahre, die ich gespielt habe, wir hatten immer irgendeinen Typ dabei, der am Anfang mit 27 Pedals irgendwelchen Noise gemacht hat. Das hat irgendwann schon genervt. So, das ist zwar in Deutschland nie so passiert, da sind das immer dann ein paar gewesen, die dann so nerdmäßig rumgedreht haben. Wundert mich auch, das war ein Riesending und hier ist gar nichts, gehst du irgendwo hin. Also nicht mal das funktioniert hier. Das ist ja traurig. So. Das ist ja ganz vorbeigegangen. Hier ist irgendwie die ganze Zeit stehen geblieben mit irgendwelchem Rock'n'Roll und irgendwas oder mit irgendwelchen skandinavischen Pop-Pärchen, wo die Freundin Schlagzeug spielt und der Typ Gitarre oder umgedreht und man unsäglich damit belastet wird und das als neues Ding angekündigt wird. Das ist, ermüdend. Ich gehe mal zurück in der Zeit. Ich traf vorhin auf der Straße einen Bekannten, den wir auch alle kennen, Ralf Schröder. Und dem habe ich erzählt, das wollte Jens Berger zu Gast sein. Er hat gesagt, das muss ich mir unbedingt angucken. Da gab es diese fiese Band damals, Need a New Drug. Das war irgendwie die geilste Band, die sie gab in Dresden. Hat er gesagt. Ja, fast auch so. Ne? Kann man so sagen. Ne? Also auch nie bloß in Dresden. Also ich meine, ist so.
Die Power muss erstmal jemand gehabt haben hier in dem Scheißland. Warum seid ihr nicht reich und berühmt geworden damals? Hat ja niemanden interessiert. Ich habe übrigens 20 Jahre lang nie gewusst, dass wenn eine Rezension in der Zeitung, eine Plattenkritik stand, dass da vorher gefragt wird, ob man auch eine Anzeige schaltet. Weil ich habe mich um sowas nicht gekümmert. Ich habe Jahre gebraucht, um zu merken, so funktioniert das. Ja, manchmal reicht auch eine gute Platte aus, um eine Rezension zu kriegen. Ja, manchmal. Oder man hat einfach... Das hängt vom jeweiligen... ...der Stadtmagazin hat. Genau. Denn ich habe ja, ich meine kein Stadtmagazin. Ich meine, ich hätte da mal was vorbereitet. Ne? Im Januar 1994, quasi zu eurer sensationellen Platte Santa Cruz, gab es dieses Cover, für das ihr übrigens nichts bezahlt habt. Das Und da muss man dazu sagen, ein Cover der Sachs kostete damals noch 20.000 Mark. Wahnsinn. Ich will daraus noch vorlesen, weil du das gerade erwähnt hast, warum seid ihr nicht reich und berühmt geworden? Es gibt hier, was für ein süßes Foto, das muss ich auch nochmal, hier ist das nah genug, so rum. Ach, sind die niedlich hier zum Anbeißen. Unser geschätzter, noch heute für die Sachs schreibende Journalist Bernd Gürtler hat hier ein Interview mit euch gemacht, das lest sich jetzt nicht vor, aber er hat hier ein Fazit gezogen und hat geschrieben, vollkommen unbeachtet ist dabei eine Band gewachsen, die republikweit fast alle Konkurrenz auf ihrem Feld geschlagen hat. Auch typisch für Dresden. Ja, den Mann habe ich noch nie verstanden. So, jetzt kannst du es mitnehmen. Nee, vielen Dank. Oder? Also ein Cover der Sachs damals 20.000 Mark, oder? Nee, noch nie. Später erst. Damals wurden Cover noch aus inhaltlichen Gründen gemacht. Ja. Auch ja, aber du weißt ja, was ich meine. Standard in irgendwelchen Musikzeitschriften. Was vor allen Dingen, ich meine, was gab es in Deutschland für Musikzeitschriften? Schrecklich. Alles nur. Nee, da also damals schon nicht mehr. Also, davon spreche ich nicht. Nicht mehr wirklich. Aber wirklich dieses die ganze... von ja, am Anfang die Specs vielleicht noch, aber dann Intro, was man auf der Toilette liest nebenbei und Anzeigen schalten und bla bla bla. Das Schlimmste, was hier passieren konnte vor 15 Jahren, war ja präsentiert von Intro. Also zu so einer Band gehe ich, gucke ich gar nicht hin. So, also ist ja traurig, was da gewesen ist. So. Also dann finde ich das eigentlich ganz okay. Ich finde es so wirklich super, dass die ganzen Musikzeitschriften pleite gegangen sind und irgendwie, ich lasse mich doch lieber von irgendjemandem, die wirklich Interesse an Musik haben, in dem Blog beschreiben oder eine Kritik machen, als von irgendwelchen Leuten, die einfach irgendwo hinfliegen, weil sie da ein Hotelzimmer kriegen und dann ein gutes Review machen. Also ich habe wirklich ewig gedacht, die finden das wirklich toll, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, na klar, die müssen ja Geld verdienen, ist ja logisch. Also wie naiv. Ich bin heute noch naiv über diese ganzen Sachen. Und irgendwann, das war ja auch so ein Grund, wir hatten ja dann bis Gaffer zum Beispiel, ging auch dieser ganze Quatsch, eine Agentur, ein verficktes Label. Wer braucht ein Label? Was für ein Unsinn. Warum habe ich das nie Jahre vorher schon alles selber in die Hand genommen? So eine scheiß Agentur kann mir beschissene 10 Konzerte in Deutschland machen, wo ich nicht mal spielen will eigentlich. Man kann doch alles selber machen. Warum bin ich einfach nie Jahre vorher auf die Idee gekommen? Erstmal spare ich mir die 20%, die mir wegnehmen. Muss nicht in irgendeinem Club spielen, wo ein gelangweilter Techniker rumsteht, wo der Schlüsselbund und die Taschenlampe klappert, der überhaupt gar nicht weiß, was da an dem Abend stattfindet und denkt, die Band klingt so scheiße, ich muss hier den Sound anders machen. So, deswegen habe ich mir irgendwann ganz große Amps, also die größten, die es gibt, und sage dann immer, lass die Anlage aus, nimm den Sound von mir. So gemacht und ja, fürchterlich, also braucht niemand, ist alles okay, dass das alles vorbei ist. Also wenn sowas Brandrede. Ja, klar. Kann sich noch an eure allererste Medium-Show erinnern? Allererste? Also, keine Ahnung. Also wir hatten am Anfang, glaube ich, ziemlich am Anfang die ersten Konzerte.
Schwer zu sagen. Wir hatten so ganz frühe Konzerte schon öfters mit den Freunden immer gespielt. Wo ich ja gehört habe, dass jetzt ja immer noch nach 30 Jahren die neue Platte dieselben Songs drauf sind wie vor 30 Jahren. Ja, zu der Zeit, ja, auf alle Fälle. Habt ihr schon von Anfang an? Sekte hatten wir gespielt. Ich glaube, ich war eins der ersten. Ja, ja. Ersten Konzerte, dann später halt im Starclub, Beatpool, jetzt Beatpool. Und halt dann diverse Touren und ähnliche Sachen. Ja. Aber kann ich mich so schwer dran erinnern, weil es einfach verdammt lang her. Oder was sagst du immer? Wer dabei war, kann sich nicht erinnern. Wie wer sich erinnert, war nicht dabei. Also, ja, genau. So ungefähr. Wann habt ihr dann angefangen? Habt ihr schon immer so nebenher schon so aufgenommen einfach? Oder habt ihr dann irgendwie nach einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, so jetzt kommt das Album, jetzt haben wir nur die Bühne, ist es nicht, es muss mehr? Nee, das ist ja automatisch. Wir hatten ziemlich schnell, ich glaube 90 oder 91, hatten wir eine Labelanfrage, haben da unsere Platte gemacht und die zweite Platte kam dann bei Berry Berry raus, das war ein Hamburger Label, die hatten damals No Means No und halt auch diesen ganzen Hardcore-Punk gemacht schon, das war unsere zweite und die sind eigentlich auf uns zugekommen, da war eigentlich nichts geplant oder ja, also man hat sich darüber auch damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil das lief ja irgendwie, das was wir gemacht haben, sind irgendwie nachmittags in den Proberaum gegangen, neue Songs gemacht, gespielt und damals halt immer halt oft diese Wochenend-Sachen, Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag gespielt. Also wie lange gab es denn die New Track? Ich bin mir gar nicht sicher mehr, 91 bis 95, 90 bis 95 oder so vielleicht. Ja. Seid ihr auf Tour gewesen mit der Band? Viel? Ja, auch viel. Also eigentlich vor allen Dingen damals mehr verdient als heute. Unglaublich, dass man zu dem Zeitpunkt auf dem Niveau mehr Geld verdient hat als heutzutage. Woran lag das? Mit mir? Keine Ahnung, wahrscheinlich Subventionen an Clubs damals noch oder ähnlichen Sachen. Ich habe den Eindruck, wenn ich immer so zurücksehe auf die Zeit, dass es damals auch wesentlich mehr Clubs gab, die Live-Musik veranstaltet haben, also auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und nicht nur Freitag, Samstag. Ja, das ist sowieso was ich hier noch nie verstanden habe, gerade in Deutschland, dass das so immer mehr diesen Event-Charakter bekommen hat, dass ein Konzert ist, muss immer irgendwas und nichts Normales. In anderen Ländern ist ja ganz normal, dass es 7 Tage lang Konzerte sind. Das war auch der Grund, dass wir irgendwann angefangen haben, gesagt hatten, zum Beispiel bei Jealousy Mountain Dew haben wir gesagt, wir spielen hier unsere erste Show, nee, in scheiß Deutschland. Wir fangen sofort woanders an. Und es ist ja unmöglich in Deutschland irgendwie 10 Tage hintereinander weg zu spielen, wogegen das woanders völlig normal ist, dass irgendwie 7 Tage die Woche lang Konzerte stattfinden. Und hier wird es immer begründet mit, ja, kommt ja niemand, aber so, und scheißegal, kommt halt niemand. Das war tatsächlich hier für uns so ein Ding, dass wir dadurch Künstler ins Blue Note bekommen haben, die einfach auf Durchreise waren und Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwann spielen konnten. Also, wir haben eine Wohnung hier, eine Übernachtung, mit hier eine Bühne, viel verdienen kann man nicht. Nee, ist ja egal, aber es geht ja darum zu spielen, was soll das hier? Über Geld, wer redet darüber noch? Naja, ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Wenn du davon leben willst, dann musst du ja auch Geld verdienen. Ja, dann musst du auf Hochzeiten spielen oder irgendwelchen Scheiß machen, ist ja klar. Also mir braucht auch niemand erzählen. Jetzt haben wir auch gerade diese ganze Corona-Zeit. Da erzählen irgendwelche Leute, die haben Geldeinbrüche. Hey, verfickt nochmal. Hey, wer verdient mit halbwegs ordentlicher Musik hier in diesem Land Geld? Also das ist absoluter Unsinn. So, also Gagen und ähnliches ist zurückgegangen. Extrem und ist auch, ich habe überhaupt kein Problem damit. Wenn nur so und so viele Leute kommen zu meiner Show, dann kommen halt zu viel. Okay und gut, was soll das? Wen interessiert das? Was sollen diese subventionierte Scheiße? Wird irgendeiner Band 600 Euro gezahlt und weil drauf steht, oh ja, das sind die und die und dann, hey mein Gott, da kommen irgendwie 10 Leute, dass man den Kulturauftrag falsch verstanden. So.
Ich denke aber, dass wir... Ja, die besten Bands, mit denen ich in meinem Leben zusammen... ich meine, ich habe in den letzten Jahren mit der New Yorker Avantgarde zusammengespielt. Die kennt keine Sau. Die spielen in New York vor 5 Leuten. Aber werden hier zum Jazzfestival für 2000 Euro eingeladen. Die lachen sich kaputt darüber. Das ist crazy. Wahnsinn. So. Ich habe das Gefühl, diese Sendung wird oft angeklickt und oft zitiert. Aber ich finde, wir werden zu dieser 7 Tage Live-Musik in der Woche zurückkommen, nämlich dann im kommenden Herbst, weil ja alles, was dieses Jahr und alles, was nächstes Jahr bis zum Sommer Indoor geplant ist, wird ja dann alles zwischen September und Dezember. Ja, das ist okay. Ich finde einfach, dass es doch völlig okay ist, dass eine Band spielt. Was soll das? Ja? Wo ist denn das Problem? Und ob da jetzt mehr oder weniger Publikum da ist, ist doch völlig unerheblich. Es geht darum, das einfach zu machen, oder? Also es gab ja auch die Zeit in Deutschland so, da hieß es, das gab es auch bloß hier, Gitarrenmusik ist tot. Ja? Zum Beispiel in England, die den Rave erfunden haben, da haben vorher erstmal 5 Bands gespielt und der Rave ging dann nachts los. Aber trotzdem hat man sich die Bands angeguckt. Hier hat keine Sau mehr sich eine Liveband angeguckt. Da ging die Scheiße schon vorher los. So. Also was, das ist lächerlich. So. Immer auch immer das Gerede, das irgendwie die Musik und das, mein Gott. Ich finde es eigentlich super im Moment so. Weil man kann kaum mehr spielen als in den letzten Jahren. Also man kann sich eigentlich zu Tode turnen, wenn man es wollte, allerdings ohne Geld zu verdienen. Das ist was anderes, aber ich denke mal, dass halt, ja, da muss man irgendwie was anderes machen. Das ist auch nie Sinn und Zweck davon. Also wenn es mir ums Geld gehen würde, dann hätte ich die Sache nun wirklich schon lange aufgegeben, weil das ist auch nicht Ansinn. Das ist meine Passion. Und ja, manche fragen ja auch irgendwie, machst du immer noch? Ich sage, nö, klar. das ist so wie, oder wie lange willst du das machen? Das ist so eine unsinnige Frage, weil der Punkt stellt, ja, wenn es nie sein sollte, lässt man das. Aber dieses Ding, das... Das macht man, ich denke, man macht sich das schon immer für sich selber, so in erster Linie. Vielleicht sollte man im Umkehrschluss dann damit aufhören, wenn man es nicht mehr für sich selber macht, sondern nur noch fürs Publikum. Boah, auch scheißegal. Sollen alle machen, wie sie wollen. Also, ich kann ja nur von mir jetzt sprechen, wie, warum oder wieso man irgendwie sowas macht. So, weil man entbehrt natürlich bestimmte Sachen. Ja. Bist oft nicht zu Hause, verlierst ein gewisses Umfeld, bewegst dich in so einer Pseudo-Welt, die ja eigentlich so klein ist. Du denkst, ah, die ganze Welt, die steht auf Avantgarde, Experimental, Noise Rock. Aber eigentlich interessiert es ja niemanden, weil diese Szene darum ist ja wirklich absolut klein und hat im Großen und Ganzen keine Bedeutung oder so, aber du lebst halt in diesem Umfeld und bist halt da, hey, wow. So irgendwie. Bei dem Stichpunkt begeben wir uns vielleicht einfach jetzt mal in die musikalische und gedankliche Welt der Late Nights und finden dann vielleicht nach der Sendung raus, für wen sie es tun. Für uns, für sich. Aber sie müssen noch die Tonart klären, habe ich das Gefühl. Die Late Nights. We'll be right back.
The Late Nights, die neue Hausband des Sozietätstheaters. Direkt hier aus unserer ersten Staffel weggecastet. So Jungs, machen wir jetzt hier mal ein ordentliches Interview. Nee, das ist so auf diesem, hey, auf diesem Riverboat-Niveau bleibt. Hey. Kannst du nicht ernst nehmen. Hey Mann, hey, ich habe jetzt einen zweiten Trink, jetzt kann es mal locker werden hier. Okay. Ihr könnt mich alles fragen, ich sag immer meine Meinung. Genau. Am Anfang von Need You No Drug, da waren ja, war ja haufenweise auf, so, auf diversen Compilations, das war ja irgendwie auf Tapes und auf CDs und ja, was gab's alles noch, stimmt. Regionales, Tapes. Überregionales. Wahnsinn, und ja. 91 kam dann Greedy Moon, ja, erste Platte. Die war ja rein äußerlich so ein bisschen bewusst oder unbewusst, musst du selber sagen, so ein bisschen Sex Pistols angehaucht. Also ja, auf der Rückseite diese ausgeschnipselten Buchstaben. Ach so, ja. Und dann vorne diese Silhouettenfrau. Ja, stimmt. Oder war es vielleicht doch eher unbewusst? War unbewusst. Okay. War unbewusst und die Unfähigkeit unserer eigenen Kreativität, wir hatten das irgendjemandem anders überlassen damals. In der Nichtkenntnis von der die Arbeitsweise, wie man eigentlich so ein Cover gestalten muss, war jetzt nichts, dieses Spartanische, na klar. Mhm. Ich glaube, das große Missverständnis an unserer Band damals war schon, dass uns viele da reingeordnet haben, dass wir eigentlich da in diese Richtung gehören, deswegen halt diese ausgeschnittenen Buchstaben. Aber das war ja eigentlich, wenn man sich das angehört hat, hat es ja nichts damit zu tun gehabt, sondern es war irgendwie schon ein Schritt weiter, so am Ende. Mhm. Das Interessante ist ja, ja aber sozusagen, wenn in den Zeiten des Vorjahres. Außerdem Schwarz-Weiß war auch billiger. Ne? Ja, deswegen ist die komplette Staffel bei Blue Note Coda TV in Schwarz-Weiß. Ja. Kostet einfach weniger. Was? Ja, genau. Streamen kostet weniger, wegen Stromkosten. Ist mir dein Ernst. Deswegen Farbe. Habt ihr, aber es hieß ja früher, Farbfernsehen ist ungesund für die Augen. Vor allem, wenn dein Raduga-Fernseher explodiert ist. Was ja häufig vorgekommen ist. Für die jüngeren Zuseherinnen und Zuseher, Raduga war ein russisches Farbfernsehmodell, das in regelmäßigen Abständen in den heimischen Wohnzimmern in Flammen aufging. Stimmt, die Frau Regemann ist so gestorben. Hm? Die Frau Regemann ist so gestorben. Ah, okay, das ist tragisch, weil ich kenne niemanden, der so gestorben ist. Frau Regemann ist so gestorben. Okay. Hat es gebrannt in der Wohnung. Zurück zu Greedy Moon. Habt ihr das, seid ihr richtig ins Studio gegangen? Habt ihr es selber aufgenommen oder ihr habt es gemacht? Ja. Wir hatten unser Label, hat gesagt, okay, da ist ein Studio. Wo wart ihr? Irgendwo im Rheinland. War unser erstes richtiges, Anführungsstrichen, damals dachte ich professionell, heute weiß ich das besser, wie das Studio war. Aber und dort haben wir dann in im Raum, vielleicht auf der Größe, wie wir hier sitzen, haben wir gesagt, hey, ja, wir spielen live ein, ja, wir machen das so und so. Und haben halt dieses Album damals reingeprügelt. Aber das war auch geschuldet. Das ist ja auch wieder das Nächste, wo ich mich schon wieder aufregen könnte, über Studios in Deutschland. Also jahrelang ist es ganz schrecklich gewesen, wie man Sachen aufnimmt und dann wurde immer gesagt, oh, wir wissen gar nicht, warum das dort immer so fett klingt und das hier und hier. Naja, dann lass du mal die EQs weg, dann lass du mal das weg, dann hör doch mal auf mit Gaten und mach doch mal einfach. So, das hat ja hier ewig gebraucht, bis man in Deutschland irgendwelche Aufnahmen machen konnte, die irgendwie an ein Niveau rangekommen sind, die irgendwo anders waren. Also weil ja immer noch alle dachten, man muss mit die Abhöre mit solchen Yamaha-Boxen bestücken und das muss auch leise klingen und diese ganzen Fauxpas, der, obwohl da könnte man sich jetzt drüber streiten mit allen möglichen Sachen. So, aber du hattest ja dann später selber ein Studio, oder? Jetzt. Also nicht jetzt, oder? Sondern vor ein paar Jahren gemacht, ja, bin ich nach Leipzig. Genau. Da habe ich mir den Wahnsinn eines reines Analogstudios geleistet. Genau. Und hast du dann dort alles richtig gemacht? Oder sitzt ja jetzt irgendwo jemand, jemand in irgendeinem anderen Livestream sagt, da war ich bei dem Berger, nee, bei diesem Monster. Der also ja, also ich denke, die bei mir aufgenommen haben, waren alle restlos zufrieden, aber weil das schon von vornherein darauf angelegt war. Mhm. Also ich habe zwei große Bandmaschinen gehabt, eine 1 Zoll 16 Spur und eine
2 Zoll 24 Spur und die Leute, die dann dort aufnehmen kommen, machen das nur aus dem Grund. Also das Einzige, was am Ende dann digital war, war halt das Rüberziehen nach dem Mischen. Mhm. Und haben in deinem Studio in Leipzig Musiker aufgenommen, die dir musikalisch nah waren, oder war das, das Genre prinzipiell nur die dir? Nee. Was soll ich jemanden aufnehmen, der kommt und sagt, hier, wir müssen, ich will so und so klingen, kann ich ja nicht bedienen, weil dann müsste ich ja irgendwie was machen. So, also ich kann ja nur das wiedergeben, was irgendwie jemand, ich kann nur anbieten, okay, ich nehme euch auf und das klingt so, wie ihr klingt. Mhm. Wenn ihr so und so klingen wollt, wie das und das, müsst ihr auch so spielen. Also auch dieser Irrglaube zu denken, man will so und so, das ist immer mit diesem, bring mal eine Referenz mit. Das ist der größte Unsinn, den es gibt, weil das, was ich jetzt, wenn das niemand denkt, ich habe einfach nur gedacht, okay, du bist die ganze Zeit auf Tour, bist maximal einen Monat zu Hause, dann reicht das, du nimmst eine Band auf, dann kriegst du gerade so die Miete rein, dann bist du wieder auf Tour. Wunderbares Konzept. So, dass ich unterschätzt habe, dass 30 Minuten Band inzwischen 320 Euro kosten und dass niemand mehr bereit ist zu zahlen. Außer, und ich habe eigentlich auch nur Bands aufgenommen, die, mit denen ich eigentlich selber auf Tour war, die irgendwann in Deutschland dann auf Tour waren. Irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt 3-4 Tage frei, machen wir da was oder so, sonst nichts. Ich bin kein Dienstleister, um irgendjemanden jetzt seine Soundwünsche zu erfüllen. Gut, dann hat die Frage aber eigentlich gar nicht abgezählt. Ich wollte eigentlich nur. Ach so. Hast du nur Musik aufgenommen, die dir selber gefällt? Oder war dir die Musik grundsätzlich erstmal egal, wenn die Band cool war und gesagt hat, wir wollen einfach gerne dein Studio, weil es analog ist und weil es. Wer das will, ja, war also egal. Na klar. Als Country-Band oder also du als hättest Band natürlich kommen können und ich hätte dich, ja, ich hätte dich auch so aufgenommen, wie du noch nie geklungen hättest und das wäre am besten gewesen. Wahrscheinlich also, wäre das so. Wahrscheinlich gewesen, so. Ja, aber leider ist also kannst du zum Beispiel auch beim Heiko hören, der hat so ein paar Sachen da und da aufgenommen und der hat ein paar Sachen bei mir aufgenommen. Kannst du dir gerne mal angucken, wo das draufsteht. Das sind die Sachen, die schon prinzipiell von vorher klingen. Und warum Leipzig? Preiswerte Immobilien. Ich hatte da eine alte Fabrikhalle von über 200 Quadratmeter für nicht mal 500 Euro mieten können, was natürlich der Gentrifizierung dann nahm den üblichen Lauf und dann hat das überschritten. Also das findet man einfach nirgendwo mehr. Ich will noch mal ganz kurz auf eure erste Platte zurückkommen. Da gab's auf welche jetzt? Auf Greedy Moon. Oh, okay. Da gab es so bemerkenswerte Titel wie Shopping Disaster und Cat Hotel, aber auch Good Morning, Jay Maskis. War das eher so ein ironischer Gruß oder war das schon ein bisschen, a little bit of Ehrerbietung? Ja, jugendlicher Leichtsinn vielleicht. Ehrerbietung auf alle Fälle. Also. Ja, also mit also eine von den wenigen Bands, womit ich heute auch noch was wo ich nie gedacht habe, dass da nur so Junior irgendwie das zu lange gemacht hat, ist für mich auch der einzigste, der Gitarren-Solis spielen darf. Und das nicht schlechter wird, na klar, das war eine Hommage an dessen von damals, aber da gab es so immens viel Input von verschiedenen Sachen, die wir auch alle damals verarbeitet hatten. Also das war ja schon in der Anfang 90er Jahre war ja eine unglaubliche Zeit an Bands, die existiert haben. Ich bin auch der Meinung, dass Anfang der 90er Jahre der Star Club in Deutschland der Club schlechthin war, damals mit dem Happe als Booker. Ich habe da John Spencer vor 25 Leuten gesehen. Wenn's überhaupt 25 wenn es überhaupt. Ja. Und davon waren die Hälfte noch die mit irgendwelchen Sandalen hingekommen sind, weil das Wort Blues drin war. Also die besten Konzerte meines Lebens in den 90ern habe ich dort gesehen. Also unglaubliches Programm und nach meiner Meinung einzigartig in Deutschland gewesen zu dem Zeitpunkt. Definitiv. Das sehe ich ganz genauso. Hat mich tatsächlich musikalisch sehr beeinflusst, das damalige Programm. Und viel für meine musikalische Sozialisierung getan. Und das geht sicherlich vielen so in Dresden. Da haben wir neulich mit Andreas Körner auch drüber gesprochen, der damals viel da Rezensionen geschrieben hat. Nicht ihm seine Zeitung zu verkaufen übrigens, sondern weil er wirklich Freude an der Musik hat.
Es kam dann, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, im Zusammenhang mit dem Titelbild, 2004 kam dann, 1994, sorry. Man kann schon mal meinen Alter oder Jahrzehnt verrutschen. Also ich weiß es selber nicht. Ja, also. Kam dann Santa Cruz. Und da habt ihr, wenn ich mich richtig erinnere, dass das Record-Release-Konzert im Bass gespielt. Ja, unglaublich. 800 Leute und ein Stromausfall mitten im Konzert und eine Tür, die so groß war wie die hier zum. Wie ist es dazu gekommen? Das Bass war jetzt in erster Linie eigentlich aber aus meinem Ort für elektronische und Tanzmusik. Schön gesagt. Ja, coolste Techno-Laden, den es gab. Ja. Keine Ahnung, es gab nichts Größeres. Bass ist das jetzige Gebäude, also da, wo jetzt die Terrasse drin ist, im Bischofsbad Salzburg. Dahinter stand ein Kino, ja. Ein altes, und da war einer der legendärsten Techno-Clubs damals drin in den 90ern, wo die Menschen aus Europa Der Punkt war einfach, wir haben nichts Größeres in Dresden gefunden und wir brauchten schon die Größe, um den Laden voll zu kriegen. Ganz einfach. Habt ihr eigentlich fortlaufend Songs geschrieben oder habt ihr dann gesagt, okay, jetzt neuer Abschnitt, neues Album, neue Songs? Weil das ist ja immer das Problem, um es nochmal kurz einzukreisen, worauf ich hinaus will. Du schreibst Songs, du spielst sie live, du nimmst irgendwann ein erstes Album auf, dann schreibst du weiter Songs, dann nimmst du irgendwann auf. Aber eigentlich sind die Songs, die du vor einem Jahr geschrieben hast und packst sie auf ein neues Album, dann, wenn du die live spielst, sie auch schon wieder ganz anders. Ja, genau. Ganz großes Problem. Eigentlich sollte man ja erst die Songs live spielen, um zu checken, wie die funktionieren, und dann machen. Aber weil man ja immer so erpicht ist, auch neue Sachen zu spielen, macht man das immer eher. Das kann gut sein, weil man die mit einer gewissen Frische einspielt. Und es gibt ja immer nur zwei Sachen. Entweder man spielt einen Song gut ein, weil man den schon ewig lange spielt und den aus der Hand schüttelt. Aber ich glaube, es gibt nichts Besseres als den First Take eines Songs, den man ganz frisch einspielt und am besten noch, wenn niemand gesagt hat, Record vorher. Ich habe es prinzipiell bei meinen Aufnahmen so gemacht, für andere Leute zum Beispiel, spielt erstmal. Ich nehme noch nichts auf, habe aber immer schon natürlich mitlaufen lassen. Es waren immer die Sachen, die am Ende genommen wurden als Variante. Ja, weil das ist auch das Verrückte, dass immer wieder du spielst und spielst diesen Song und dann sagt irgendjemand und Record. Und ab dem Moment geht alles schief. Mhm. Und das Verrückte ist noch, und das ist auch das Wahnsinnige, Krasse an Musik. Du machst bis im Studio, alles ist eingestellt, alles ist top und du spielst einen Song und der klingt scheiße. Irgendwas haut nie hin, irgendwas funktioniert nie, bla bla bla. Nächsten Tag, du machst nichts anderes und dann hast du diesen gewissen Space und auf einmal klingt die Gitarre, die Drums klingen, kannst du nichts machen. Ich meine, wenn es regnet, klingt es auch anders, weil schon alleine Luftfeuchtigkeit den Sound überall beeinflusst, ist verrückt. Aber wenn du halbwegs locker bist, und deswegen bin ich auch ich würde mich immer für einen First Take entscheiden, selbst mit dieser Ecke, wo dann Leute, die das richtig hören, Publikum hört nichts, meistens so irgendein Verspieler, aber ich würde immer einen First Take, der ganz frisch mit der gewissen Energie ist, immer bevorzugen, es gibt immer, wir machen uns so die Sicherheitsvariante, so. Aber dann lieber lasse ich doch diesen Hänger da drin, aber lass diese Energie da drin, es gibt halt immer diesen Punkt, der irgendwie noch, bin ich noch nie dahinter gekommen, was das eigentlich ausmacht, diesen gewissen, jetzt ist dieser Song gut aufgenommen oder nie. So, das ist Wahnsinn. Also nach wie vor begeistert mich immer wieder. Und wie hat das damals bei Needy Nudrock gehalten? Ich glaube, über sowas haben wir uns damals überhaupt keine Gedanken gemacht. So, das ist erst später gekommen. Also damals haben wir einfach das Zeug eingespielt und fanden das immer geil. So. Jetzt war ja Santa Cruz wirklich ein Album, das hat also eine große Beachtung gefunden. Fand ich schon. Ihr wart ordentlich auf Tour, dann noch so anderthalb Jahre ungefähr.
und dann Schicht im Schacht? Habt ihr irgendwie gedacht, okay, wir müssen das jetzt in einer... Wir haben wahnsinnig viel Aufwand getrieben und dafür kam am Ende nie genug raus. Nee, es gab ja auch Bands, die so... Also wie zum Beispiel ganz andere musikalische Geschichte, aber Manic Socks waren ja auch, die waren ja permanent auf Tour. Mhm. Aber am Ende kam dann bei nichts rum. Auch mit Platten. Wie, wie meinst du mit rumkommen? Naja, man hat da, man tourte dort quasi 7 Tage die Woche, aber man hat sich einfach nur, man hat sich aufgerieben und hat aber sozusagen nichts verdient dabei. Ja, war keine, jetzt keine Option darum. Also darum ging es nie. Mhm. Die Sache war einfach dann irgendwie entwicklungsmäßig untereinander zu Ende. Und ja, also so wie der Lauf der Dinge ist. Also wir hatten, also schon damals war der in Anführungsstrichen der kommerzielle Aspekt eigentlich kaum vorhanden. So. Dass man natürlich immer versucht als Band das größtmöglichste Publikum zu erreichen, ist natürlich klar. Also man hat ja auch in jungen Jahren immer den Anspruch, man denkt, ich mache jetzt zwar total ultra schräge Musik, aber ich will so berühmt werden wie U2. Also und, das natürlich, ist ne, aber das ist ja wichtig. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Also wenn ich die abgefuckteste Trashband habe, kann ich nur gut sein, wenn ich sage, das Zeug ist so geil, irgendwann spiele ich im Stadion vor 40.000 Leuten. Weil das ist der Anspruch, den man haben muss. Das ist naiv, aber das bringt natürlich das gewisse Etwas, das durchzuziehen. Ist natürlich naiv zu denken, mit so einer Musik irgendwie das zu erreichen, weil das ja im Großen und Ganzen niemanden interessiert. Aber bis Anfang 30 habe ich gedacht, wow, ich kann hier mit wirklich hier irgendwie im Stadion spielen irgendwann. So, das ist so, aber das gehört dazu. Also Mirko hat bestimmt auch lange gedacht in jungen Jahren, hey Mann, der Song ist so geil. Country passt in jedes Stadion, habe ich gedacht. Ja, was soll's, aber ja, gehört doch dazu, ich oder? Ich bin immer noch der Meinung, so. dass man die Stadien öffnen sollte für andere Musik. Aber das Schlimme ist aber, ab dem Moment, wo man im Stadion spielt, kannst du ja automatisch gar keine gute Musik mehr machen, weil das bedeutet, du musst deinen Fuß auf die Monitorbox stellen und dann da spielen und du musst ja irgendwas spielen, was irgendwie dann auch klingt. Also zum Beispiel, wenn man sowas wie Coldplay nennt, also fürchterlich, unerträglich, aber die haben ja irgendwann mal eine gute Platte gemacht, aber ab dem Punkt, wo die vor einem riesen Publikum spielen, bleibt denen ja überhaupt gar keine andere Option, weil du stehst in einem Proberaum, alles klingelingeling, schön Energie, aber das funktioniert natürlich nicht im Stadion, also musst du irgendwie irgendwas einfallen lassen, dass du irgendwie so ganz wenig spielst, damit das auch irgendwie über diese ganze Entfernung funktioniert und dann kannst du deinen Schmarrn dann irgendwie da ablassen, aber wenn das Anspruch ist, war es für mich nie. Ich habe mir so, was ich mir auch immer sehr, sehr anstrengend vorgestellt habe, ist, wenn du eben so bekannt und berühmt wirst und dann plötzlich nur noch spielst und eigentlich gar keine Zeit mehr hast, kreativ zu sein. Ne? Also wenn du schon das nächste Album machen musst, weil irgendeine Plattenfirma dir einen Vertrag gegeben hat. Ja, schlimmer ist es eigentlich eher, wenn die Plattenfirma zu dir sagt, ihr müsst noch mal so 5 Songs machen wie von dem, weil man kann niemals einen Song machen wie der Song. Mhm. Du kannst nur versuchen, einen anderen Song zu machen, der dasselbe in dieser Position einnimmt, aber dann musst du da rausgehen. Du kannst niemals 10 Top-Hits wie diesen Song machen. Du musst halt versuchen, das, was dieser Song an diesem Album übernommen hat, umzuwandeln in eine andere Art und dann auf eine andere Weise. Das ist ein Nonsens. Unabhängig davon, dass du natürlich Musik machst, die jetzt nicht direkt masttauglich ist. Zum Glück. Hast du aber trotzdem, sagen wir mal, so einen Pop-Song, wo du sagst, geil. Also, ja, unendlich viel, ja, klar. Sag mal einen. Pump up the jam. Pump ab das Bier. Pump ist in den Humpen. Nein, keine Ahnung. Popmusik ist Popmusik. Was, also ist völlig okay. Also alles gut, unglaubliche Songs. Es wird auch immer ein guter Song, wird immer ein guter Song bleiben, egal ob der jetzt im Gewand von Pop oder von Country oder egal was immer. Ein guter Song ist ein guter Song. Also darüber braucht man überhaupt nie reden. Also bevor wir uns von der
immerhin bestehenden Möglichkeit, des Spielens eines guten Songs durch die Late Night zu überzeugen, möchte ich ganz kurz nochmal zum Thema Werbung kommen. Damen und Herren, diese Sendung wird Ihnen nicht präsentiert von Ihren öffentlich-rechtlichen Gebühren, sondern einzig und allein vom Blue Note und von der Sachs. Und Sie können uns unterstützen, indem Sie zum Beispiel hier Glühwein trinken kommen in unserem Glühweinfenster zwischen 16 und 22 Uhr oder indem Sie ein Sachs-Abonnement abschließen, Damen und Herren. Und dann haben wir heute noch was ganz Besonderes. Der Berger hat vorhin Schallplatten mitgebracht. Sagt man nicht Berger oder sagt man Jens Berger? Bei früher sagt man immer der Berger. Im Facebook heißt es Berger. Das ist ja nur dieser Vielfalt des Namens geschuldet, dass ich überhaupt nichts anderes reinschreiben konnte, weil alles andere belegt war. Ja, das sind die letzten zwei andere Seite. Die letzten zwei Platten von mir und wenn ihr bei Mirko auf das ist das Clubnetzwerk, wofür du sammelst. Oder sammeln entweder jetzt? Fürs Blue Note natürlich. Da kann man zum Beispiel. Dann kannst du gern fürs Blue Note unterstütze ich gern genauso, weil ich bin reich. Ihr könnt spenden und euch dann einfach beim Mirko euch eine Platte abholen. Das sind die letzten zwei. Die sehen covermäßig identisch aus, nur durch kleine Sachen unterscheidbar. Alles klar, hier hinten. Verstehe. Ja. Das ist von. Die Titel sind von. Ja, ich habe jetzt hier verschiedene. Das ist einmal You Went Gospel on Me, eine Wahnsinnsplatte und danach Apathy Neon. Genau so ist das. Und die behalten wir hier und dürfen die sozusagen. Genau, und wenn jemand will, holt die sich einfach ab, weil die Kosten des Verschickens im Moment ins. Ja. Übersee sind betragen gerade 54 Euro, im Fall, dass jemand mitbekommen hat. Die letzten Bestellungen konnte ich nicht mehr wegschicken, weil jetzt durch Corona bedingt Übersee 54 Euro und nach Nicht-EU 16 Euro. Wir hatten genau das Thema in der ersten Staffel mit Bob Wax. Wie heißt seine Plattenversand? Inter Records, genau. Und der hat genau Grüße, damals mit einsetzender Corona-Problematik diese Versandunmöglichkeit unglaublich. Explizit geschildert. Ja. Ich hatte schon erwähnt, eine Band, die wahrscheinlich nie Schallplatten verschicken wird, weil es gar keine gibt. Denn es ist eine reine Projektband, eine Theaterband, eine Sozietätskapelle sozusagen, Damen und Herren, für Sie noch einmal The Late Nights. Have fun. Ich geh mal schon.
Ladies and gentlemen, it's 23:30 here in New York City, riding through this wonderful town. The late nights, Damen und Herren. Zurück im Studio mit Jens Berger. Wir müssen uns mal wegbewegen von Need a New Drug. Das hat er ja dann selber gemacht, indem er quasi Need a New Drug und Gaffer gemorpht hat. Gaffer übrigens hat mein handwerkliches Leben sehr beeinflusst. Ja. Ohne Gaffer gäbe es, würde die Welt auseinanderfallen. If you can duck it, fuck it. Da bist du ja mit Schrammen zusammengeblieben, sozusagen, nur einen neuen Schlagzeug. Ich glaube, am Gero Dummert, was ist euer erster Schlagzeuger da? Ganz am Anfang, Gero ja, und dann Peter Krutsch aus Leipzig. Und dann bist du mit Schneider ja da zusammengekommen, ne? Genau, war, da bei der dann eure letzten, sehr langjährige Zusammenarbeit los. Genau. Warst du eigentlich, also wenn man jetzt mal Heiko nimmt, der konnte ja gleichzeitig in X-Bands spielen, also in X-ID, Tijuana, Mon Amour Broadcasting, bei Thermo King und was weiß ich, wo dann kam irgendwann Chris Whitley, oder das war vielleicht nach der Gabba-Zeit dazu. War das für dich auch interessant, hast du das mal gemacht, in mehreren Bands gleichzeitig gespielt, oder war eher das für weniger dich eher für mich nie, weil für mich war das immer so, dass ich kann eigentlich bloß immer eine Sache, wenn ich wirklich involviert bin, kann ich nur eine Sache richtig machen. Ich könnte vielleicht in einer anderen Band, wo ich keine, jetzt nichts, könnte ich dienlich sein, vielleicht möglich, aber das, wo ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren, wo ich das reinbringe, was dann mein wirkliches Herzblut ist, deswegen bin ich eher jemand, der sich nur konzentriert auf eine Sache eher dann festlegt und dann alles reingibt. So. Was war dann eigentlich für dich so der allerwesentlichste Unterschied in der Draufsicht von anderen, ist es ja immer was anderes, als wenn es selber ist, zwischen Need a New Drug und Gaffer? Warum habt ihr gesagt, okay, wenn zwei von dreien weitermachen, könnte man, läge es ja nahe zu sagen, naja, das ist schon schwer zu sagen. Weil das ist ja wie eine Beziehung, also eine Band ist ja fast wie eine Beziehung. Das bedeutet, wenn aus einer Band jemand ausscheidet, ist das wie eine Scheidung bei einer Beziehung. So. Also auch diese Verletzung. So. Aber das hat was damit zu tun, dass sich jemand weiterentwickelt und der andere vielleicht nicht oder so. Kann man eben Oder ganz woanders hin. Und wenn man dann woanders hin will, sind halt andere, oder am Ende ist ja so, dass man irgendeine Sache macht und alles hat irgendeine gewisse Zeit und dann entweder man trennt sich davon und geht neue Wege und entweder kommen alle mit und wenn jemand nie mitkommt, ne, dann muss man das halt irgendwie anders machen. Ja. So, das war eigentlich der Grund. Warum dann der Schritt dann vom Trio zum Duo? Wolltet ihr dann einfach wirklich zu sagen, okay, wir treiben jetzt den Minimalismus so weit, wie es irgendwie musikalisch geht? Du meinst dann beim Ende von Gaffer? Genau, dann zum Cellism? Genau. Nö, eigentlich war jetzt nicht beabsichtigt, war eher die, wie sagt man, aus der Not heraus. Und natürlich ist eine Duo-Formation, also für mich ist ein Duo eigentlich die perfekte Kommunikation zwischen zwei Leuten, weil auch vom Sound her, weil so eine Menge Platz ist, also wenn du mit, könnte egal welches Instrument, du räumst halt jedem Instrument unheimlich viel Platz ein, um wirklich die Sachen entfalten zu können. So. Und ich frage jetzt mal provokativ. Das Ding ist auch, drei Leute im Bandbus sind immer zwei gegen einen. Bei zwei Leuten im Bandbus muss man miteinander können. Ja. Man kennt das von größeren Bands, da sind immer die zwei zusammen und die drei oder das. Zu zweit musst du, also das kann man wirklich nur mit jemandem machen, mit dem man absolut gut klarkommt, auch wenn man wir haben ja gefühlt Jahre im Bandbus verbracht, jetzt mit Schneider zusammen. Und na klar, hast du da noch irgendwie mal kurz
Diskrepanzen oder irgendwas, aber da du ja nur zu zweit bist, kann man sich ja nie auf irgendeine Seite schlagen, weil es gibt keine Seite. Also dann nur du und der andere. Deswegen ist man zusammen. Und ich finde schon Duos ziemlich archaisch und dadurch von der musikalischen Konstellation her gesehen eine schöne Variante. Ich frage nochmal ganz anders, ist es vielleicht auch ein bisschen, oder hat es vielleicht eine Rolle gespielt, dass wenn man so viele Jahre mit jemandem wie Schramm zusammen Musik gemacht hat, zu sagen, es ist schwierig, so jemanden zu ersetzen, das hat keine Rolle gespielt. Das war dann eher eine musikalische Frage. Also wir hatten unsere Zeit und die haben wir genossen und gekämpft um alles. Aber ich denke, dass es einfach der ganz normale Werdegang ist, dass man irgendwann getrennte Wege geht oder andere Ziele verfolgt. Also die Zeit möchte ich auf niemals missen. Hat alles mein halbes Leben geprägt und ganz wichtig gewesen für mich. Und gewisse Musik entsteht natürlich nur durch auch teilweise Gegensätzlichkeiten in solchen Sachen, wo wenn zwei Leute da sind, die sich miteinander reiben, entsteht natürlich auch eine gewisse Dynamik von Musik. Also ganz vereinzelt, auch ein bisschen spärlich, gab es ja dann noch so ein Solo-Projekt von dir. Oh ja, dann dachte ich, meinen Weltschmerz unter die Menschen zu bringen. Genau, ja. Tenet Bagur. Ja. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Keine Pseudo. Eine Lautschöpfung sozusagen, die dort ja eigentlich sonst. Ja. Wann war das? Ich glaube, das war in meiner Sinneskrise zwischen 2007 und. No, 7 oder. Warte. 7 Jahre, irgendwie so für 2 Jahre. War einfach der Sache geschuldet, dass ich eigentlich nichts hatte, was irgendwie war, und dann einfach solo probiert habe. Wie kam es zur Sinneskrise? In dem Sinne keine Sinneskrise, weil ich hatte irgendwann gemerkt, hatte ich zuerst traurige Musik gehört und bin traurig geworden, oder habe ich zuerst die traurige Musik gespielt und danach geworden? In dem Sinne keine Sinnkrise, aber ich habe mit dem Stück die Sachen, auch die ich textlich gemacht habe, damit abgearbeitet, weil danach habe ich ja eigentlich nur noch Instrumentalmusik gemacht und damit war die Sache gegessen. Fehlt dir das manchmal heute noch, sozusagen dich auch textlich, lyrisch auszudrücken? Nee, oder hast du damit komplett abgeschlossen? Oder schließt es auch nicht aus, dass du sagst, ja, irgendwann mal wieder? Vielleicht kommt das mal, wenn ich uralt bin und irgendwie nochmal was Neues zu sagen hätte oder so. Vielleicht, es hat auch viel damit zu sagen, also wenn ich mich in Deutsch ausdrücken könnte, was eher in ganz, ganz wenige Leute nur wirklich können in Deutschland, würde ich das eventuell nehmen, aber durch meine vielen Amerika-Touren oder so ähnlich bin ich sehr skeptisch der Sache aufgeschlossen, wenn deutsche Singer und Songwriter eigene Songs dann interpretieren, auch wenn man meint, man wäre weltumfassend. Es gibt ganz wenige Leute, also für mich in Deutschland waren wichtige Leute der deutschen Sprache in Blixer Bargeld oder auch von Blumfeld, Jochen Distelmeier. Und die mit ein paar Songs so ein paar Sachen auf dem deutsche Sprache, schwere Sprache, auf den Punkt gebracht haben und ja, wenn ich irgendwann mal denke, ich müsste das nochmal machen, dann ja, ich glaube, da brauche ich nochmal 20 Jahre dafür. So irgendwie. Das sehe ich zum Beispiel völlig anders, weil ich der Meinung bin, dass die großartigen amerikanischen Songs, die große Texte haben, immer auch sehr einfache Texte haben, und bei deutschen Songs sehe ich das ganz genauso.
Und ich hasse wenige Menschen textlich mehr als Distelmeier. Also, ich finde es. Dann würde ich dir empfehlen, draußen auf Kaution. Ich glaube, wenn man einmal in seinem Leben diesen Text geschrieben hat, erübrigt sich jegliche Äußerung. Aber. Ich glaube, es gibt einfach, man hat einfach so seine Favoriten. Der eine mag Goethe, der andere mag Schiller. Und so ist es halt. Gibt es noch zwischendrin noch was anderes? Ich weiß. So, also, ich mag definitiv. Also, ich bin ein ganz großer Blixer-Bargeld-Fan, den es nie ohne Rio Reiser gegeben hätte. Leute, die sich damit auskennen oder so. Aber nie, nicht umsonst weltweit. Das ist bestimmt ein Shitstorm. Distelmeier, ich mag. Nee, kein Problem. Ich mag auch nie alle Sachen von ihm. Aber er hat unglaubliche Texte gemacht und mehr kann man für deutsche Musik nicht entäußern. Also alles, was hier in den letzten Jahren an deutschsprachigem Kram rausgekommen ist, ist nur erschreckend und hat eine Welle hervorgerufen von Belanglosigkeit und Theatralik und. Aber das und ist ja vielleicht doch eher der Mainstream, oder? Also das, was man im Radio hört, ist natürlich okay. Entsetzlich größtenteils. Ist das entsetzlich. So hat was, ja. Aber ich glaube, es gibt dieser durchaus viele, viele Menschen, die schöne Texte schreiben, die auch gute deutsche Texte schreiben, wo man bloß nicht drauf stößt, wenn man dann nicht danach sucht, sage ich mal. Weil das, die Suche ist zum Beispiel heutzutage viel einfacher als früher. Genau. Das ist auch so ein Punkt, dass. Aber ich finde, der Punkt ist immer derselbe gewesen, wenn man. Man muss auch schon früher suchen. Was er halt im Plattenregal sucht. Früher war es vielleicht ein Stück einfacher, hat man geguckt, das und das Label kann nur cool sein, brauche ich gar nicht anhören, kann nur gut sein. Ist jetzt weniger, weil die Vertriebsstrukturen halt einfach nicht mehr bestehen oder es von kleineren Sachen nichts mehr rüberkommt. So. Das ist schon klar. Hier wird übrigens in der Chat-Funktion, werden sich die Bälle hin und her gespielt. Unsere beiden Zuschauer, Herr Falschgold und Bob Wax, unterhalten sich hier. Herr Falschgold schreibt, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von interrecords.net. Und Bob Wax schreibt, ey, angeblich gucken hier nur zwei zu. Das stimmt so nicht. Wir haben 30 Zuseherinnen und Zuseher, mein lieber Bob Wow. Wax. Wir streamen ja überall, auf allen Kanälen. Herr Falschgold schreibt wiederum, Berger hat ja genug Geld. Und dann schreibt Wax, nee. Er ist reich. Ja. Und dann schreibt Falschgold, Dieb. Ja, womit er recht hat. Body Boy. Viele Grüße an euch beide hier an dieser Stelle, hier aus dem Studio 1. Die Zeit rast. Ich würde gern noch mal ein bisschen zum Schluss der Runde noch mal auf dein jetziges Projekt Leaf Kickers zurückkommen. Ja. Mit wem hast du dich da duotechnisch zusammengetan? Sebastian Feht. Das ist ein Berliner Drummer. Ja. Folgt ihr dann aber dem eingeschlagenen Pfad bei dem Gillespie Mountain Duo oder ist das wieder oder ist das ein ähnlicher Übergang wie Nidi Nudrak zu Gaffa? Nicht musikalisch, sondern so vom Übergang. Nee, ja, es sind Parallelen vorhanden. Also das offene Spielen ist da genauso vorhanden, aber ist schon natürlich unterschiedlich. Ja. Aber ich kann ja nur das machen, was ich kann. So, ich will mich auch nicht neu erfinden mit irgendwie was. Kann ich ja. Ist schon das. Was für Menschen kommen denn zu euren Konzerten? Habt ihr eine Zielgruppe? Ist die definiert? Ist nie. Keine Ahnung. Also. Nö, ist nie definiert. Ich habe mich zum Beispiel schwer getan, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was machen die, würde ich sagen, laut. Laut ist so. Wenig, ja. Wenig Beschreibung. Naja, aber mehr, also ich würde es nicht einordnen wollen, es ist einfach. Aber ist doch immer, selber kann man doch seine, die Beschreibung der Musik ist doch immer, kommt doch immer von anderen, kann man ja selber nicht selber machen. Und deswegen finde ich es halt schwierig, wenn man, wenn ich habe das oft, wenn wir hier Konzerte veranstalten, dann stehe ich draußen, kassiere Eintritt und jemand fragt, was machen die? Da sage ich, schwer zu sagen. Jazz, Singer, Songwriter, keine Ahnung, bei euch fällt es mir echt schwer, das einzuordnen.
keine Ahnung, das überlasse ich immer denjenigen, die über diese Musik schreiben oder so, weil meine Aufgabe ist das ja nie zu sagen, was ich für Musik mache, aber also für mich ist das völlig normale Musik, also ich gehe ja nie hin, ich sage, ich mache jetzt irgendwie was Schräges oder irgendwas. Für andere ist ein Viervierteltakt normal, für mich ist ein Viervierteltakt völlig unnormal. Also ich finde ja, dass es vor allem auch bei Duos immer was Spezielles ist. Also wenn man da jetzt mal so verschiedene Beispiele, also die zu definieren, ne? Weil vielleicht kommt man dann doch nochmal irgendwie zu dem Thema, dass ein Duo vielleicht etwas freier musiziert als ein Trio, ein Quartett oder ein Orchester. Weil wenn ich mir sowas angucke wie Sleaford Mods, ne, dann sagen wir, was ist denn das? Wir sagen eben, ja, das ist im Prinzip ist es Hip-Hop. Ne, die sagen, nee, das ist einfach nur Punk aus dem Computer. Oder Düse. Da wird immer, das ist neues Rock. Ja, neues? Also ich habe die Flying Lattenbackers in der Scheune mal gesehen, das ist neues. Da war ich froh, also glücklich, aber froh, dass es nach einer halben Stunde vorbei war. Aber die halbe Stunde war so komprimiert. Weasel Walter mit Flying Luttenbachers, ja. Mehrmals zusammengespielt, ja. Und da habe ich gedacht, erbärmlich inzwischen, ja. Ja, damals war, habe ich gedacht, ich wäre verrückt. Ich habe wirklich gedacht, ich wäre verrückt. Ja, keine Ahnung, ja. Also ich finde, das ist immer so mit dem... das ist aber das Problem, ne? Wenn du irgendwie als Veranstalter sagen sollst... Ja... Ist ja auch egal, man kann ja, warum muss man auch Musik beschreiben? Das ist ja das Empfinden des, ich habe auch teilweise erlebt, zum Beispiel wir haben in Toronto gespielt, in dem Laden, das ist sowas ähnliches wie das Guggenheim in New York. So ein für Millionen Dollar, kanadische Dollar, hergestelltes Teil, subventioniert mit irgendwie was, mit Sitzstühlen, war... mit die beste Akustik, die ich je in meinem Leben gehört hatte in diesem Saal. Und da war auch reines, klassisches, sagen wir mal, konservatives Jazzpublikum da. So. Und für die war das vielleicht am Anfang zu laut und ein bisschen zu schräg, aber noch irgendwie, da das ja immer das aufgeschlossenere Publikum ist, war dann trotzdem nach irgendwie 4-5 Songs, kamen die hinterher an, ja, eigentlich haben wir damit nie gerechnet, aber irgendwie haben wir doch, da nimmt sich schon jeder was raus. Also ich habe ja auch nie den Anspruch, also mein Anspruch war es ja noch nie, das irgendwie allen Leuten gerecht zu machen. So, ich kann ja nur das machen, was irgendwie da rauskommt und was ich denke, was so ist, was ich meine Attitüde ist an der Musik, was für mich überhaupt das Wichtigste ist an irgendwie was. Also dieses Grundding, was man damit machen will. Und woher sollen Leute eigentlich wissen, was denen gefällt, wenn sie es noch nie gehört haben? So. Und deswegen ist es immer am Ende ziemlich seltsam, was so Leute rausnehmen. Also keine Ahnung. Also ist auch kann man auch schwer darüber reden, weil man sich ja, wie gesagt, nur in diesem Horizont befindet und irgendwie gar nicht. Ist ja letztendlich wie beim Bild, dass der Maler, du stellst deine Musik hin und jeder subjektiv macht halt was draus. Ne? Genau, völlig. Die einen bleiben drin, Erklärung, die anderen gehen raus. Und Erklärung will ich nie geben. Wen interessiert irgendwie eine Erklärung für irgendwas, was man macht? Warum soll ein Maler erklären, was er mit dem Bild meint? Entweder das passt zu meiner Couch. Das ist die eine Klientel, die Kunst gekauft wird, und die andere ist, ich mache mir mein Ding und entweder ich finde das subjektiv gut oder nicht. Und mit Musik, das ist das eigentlich genauso. Es ist aber deutlich schwieriger zu entscheiden, welche Musik passt zu meiner Couch. Ich glaube auch, ganz ehrlich, beim Kunstkauf sind die Leute, die sich sagen, das passt zu meiner Couch, mir eigentlich lieber als diejenigen, die Kunst als Wertanlage betrachten beispielsweise. Darüber brauchen wir. Und ich finde, wenn man Bilder mag, dann ist das gut. Ich mag auch Bilder und dann sollte man einfach ab und zu die Couch erneuern und die Bilder trotzdem behalten. Das sehe ich genauso. Aber ich meinte ja eher über die Subjektivität des Empfindens über irgendwie was. Mhm. Ja, Mirko. Ja, Uwe. Es ist 22.27 Uhr. Es ist wieder diese Bar. Es ist wieder einmal mit Montag. Dicken Pulli an. Ich würde sagen, bevor wir uns in die Endkategorie stürzen,
weisen wir nochmal darauf hin, dass wir in dieser Sendung überhaupt keine Produkte platzieren. Nein. Niemals. Keine Werbung. Völlig welche, werbefrei. Die Kamera hier, ach, in die, ne? In die muss ich halten. Ja. Völlig werbefrei, dieses Unternehmen hier. Also auch deine Kamera, Uwe, ist völlig, völlig werbefrei. Und wir können es ja nochmal sagen. Lösnitzpilz für Dresden reicht's. Kommen wir nun zur Kategorie, mein Lieber. Achso, die erste Schallplatte ist übrigens weg. Und zwar hat unser Teilnehmer Thorsten Geld überwiesen und gesagt, er würde sich gerne eine Berger-Scheibe abholen. Das kannst du gerne tun, mein Lieber. Ich bin die nächsten 6-7 Tage noch von jeweils 19 Uhr bis 22:30 hier. Ich kann sie aber auch einfach vorne am Glühweinfenster hinterlegen, dann würde ich deinen Namen draufschreiben. Und dann kannst du die ab 16 Uhr abholen. Oder du schreibst mir einfach eine, wie sagt man halt, sagen, eine PM. Schreib eine PM? Schreib mir eine PN. PN? Nein, eine PM. Private Message. Ach so, auf Englisch, ja. Okay. Richtig, bitte dich. Private Message. Und dann kriegen wir das schon hin. Vielen Dank. Und auch allen anderen vielen Dank, die hier Geld spenden und uns unterstützen. Unterstützt auch euer Stadtmagazin www.cybersachs.de. Neulich habe ich sachs.de geschrieben, das war falsch. Cybersachs.de ist es natürlich. Aber hier analog im Studio Uwe Stoberg und der erklärt uns jetzt analog, was jetzt passiert. Genau. Es gibt die Kategorie, die gab es auch schon in der ersten Staffel von Corona TV. Die beinhaltet, dass unser jeweiliger Gast den Mirko 5 Songs seiner eigenen subjektiven Wahl nennt. Und Mirko wird die dann der Corona TV Show Playlist hinzufügen. Und im Anschluss werden wir dann 3 Songs unserer Wahl hinzufügen. Das heißt, Feuer frei. Jetzt. Jetzt. Wieder einer, der die Sendung noch nie zu Ende gesehen hat. allgemein. Du sagst Mirko einfach 5 Songs. Die aber im Spotify enthalten sein müssen. Ja, das sonst kannst du nicht hinzufügen. Okay, dann Destiny's Child, Waterfalls. Das ist so geil, was da manchmal kommt, womit ich nie gerechnet hätte. Destiny's Child, das ist doch wie wo Beyoncé mit singt, oder? Ey, ganz große Sachen. Waterfalls, warum finde ich das denn? Destiny's Child. Waterfalls. Ich finde das interessant. Ich finde Waterfalls ja nicht von Destiny's Child. Ja. Ist nicht Waterfalls, ist von TLC. Meine ich doch TLC, entschuldige. Das waren die anderen 3 Mädchen. TLC. Ja, ist drin. 25, ich könnte 1000 sagen aus allen Richtungen. Tja, was noch? Hey. Meine Jealousy Mountain Dew. Song Without Hand Claps. Ich muss ja wenigstens meine eigenen Sachen hier sagen, ey, damit hier irgendwie gibt's was bei, war. Gibt's bei? Nee, bei Spotify. Ach, gibt's gar nicht. Bei Spotify. Nicht? Ich bin immer völliger Spotify. Gegner ich völlig, von diesem Mist. Ich kann es nicht ändern, ich habe leider keine Radiostation. Okay, dann nehme ich. Muss das jetzt sofort sein oder kann ich dir das auch später sagen? Nee, das muss jetzt sofort sein. Okay. Ganz schwer. Ich meine, bei sowas bin ich immer verkrampft. Wenn man 5 Songs sagen sollte. Das ist so ähnlich wie die 5 Lieblingsfilme. Mhm. Denk aber jetzt nie die 5 Lieblingsfilme nach. Ja. Ich schalte jetzt immer abwechselnd unsere Gesichter zu. Ja. Okay, dann nehmen wir noch Fugazi Waiting Room. Dann kannst du alles von Tribe Called Quest nehmen. Na, da geht's nicht. Du hast nur noch 3 Tribe Called Quests. Sollen wir ihn rausholen, oder? Ja. Can I kick it? Ja, das ist okay. Okay, dann nimm.
Dann nehmen wir noch einen Dinosaur Junior Song. Und zwar von der ersten Platte. Dinosaur Junior. Mhm. Ja. Mhm. War das vor 7, 8 Jahren vielleicht? Okay. Dinosaur Junior. Habe ich von 1987 Your Living All Over Me als erste Platte hier stehen. Sehr gut, Your Living All Over Me. Nehmen wir das? Nehmen wir genau das. Es ist, den Song gibt es nicht, es gibt nur das Album. Songs gibt es Little Fury Things, Cracked, Sludge Feast, The Lung, Raisins, Tar Pit, In a Jar, Lose, Polito und Just Like Heaven. Ja, wir nehmen den Cure-Song Just Like in Heaven. Ja. Zur Playlist hinzufügen, ist geschehen und einer ist es noch, ne? Einer ist noch. Einer ist noch. Okay. Dann... Das ist mir zu wenig. Du hättest mich nach 100 Lieblingssongs fragen sollen, weil ich kaum aus der Richtung was sagen kann. Dann sag mir doch bitte von deinen 100 Lieblingssongs jetzt den ersten. Ja, es gibt keinen ersten, es gibt nur 100 erste. Du tust niemandem Unrecht, wenn du jetzt 99 weglässt. Ja. Verdient eh niemand was von den Leuten, die in der Liste drin sind. Nee, das ist auch egal. Was nehme ich da noch? Das ist immer, wenn man mich konkret fragt, ganz schwer. Immer das Gleiche, ne? Nimm was von Bill Orcutt. Bill? Bill Orcutt. Hm. Irgendwas? Nimm was, muss es so eine Platte geben, irgendwie mit Debit oder Debt? Mit so ich habe Odds Against Tomorrow, Brace Up, Bill Orcutt, Colonial Donuts, History of Everyone, How the Thing Sings und A New Way to Pay Old Debts. Genau, nimm von dem was. Mhm. Ist die ganze Platte super. Okay, dann entscheide ich mich für... All the creatures of the oceans are alive. Alles gut. Okay. Sehr gut, der Mann, ja. Gut. Uwe. Nachdem ich mich vorgestern für Musik entschieden habe, die mit dem Tod zu tun hat, wende ich mich heute wieder meiner Aufgabe als regionaler Musikliebhaber zu und wähle also Musik aus der Stadt. Und zwar als erstes von Machine de Beauvoir, den Song Dissident. Hat man nicht von Machine de Beauvoir noch nicht schon was? Weiß nicht, nicht von ihr? Dissident. Genau. Ich meine, dass irgendjemand neu schon mal was von Machine de Beauvoir reingetan hat. Naja. Hast du es? Nein. Dann von einem sehr lustigen, interessanten Musikerkollektiv, das nennt sich Oxo Oho. Das Stück Hört auf. Oxo mit X. Also O-X-O, dann Leerzeichen und dann Oho, wie Oho. Und wie heißt das Lied? Hört auf. Und das ist was Dresdnerisches? Ja. Wer ist das? Die haben wir mal so in die anderen Zeug an. Also viel Federschmuck und bunt. Mhm. Cultural. Nee, es ist schon, die schöpfen schon aus sich selbst. Und als letztes von der... Band C4 Space, die es leider auch schon lange nicht mehr gibt, den Song Machine Dreams. Das liegt daran, dass der Drummer dann zu dieser anderen Band gewechselt ist, zu TSO. So, welches Lied? Machine Dreams. Machine Dreams. So, Mirko, auch du hast drei Songs. Ich habe drei Songs und ich bin heute wieder gänzlich unvorbereitet und entscheide mich für Radio von John Scofield. John Scofields letztem Album. Na, wo ist es? Dann kommt dazu, weil wir heute mit einem Gitarrenspieler gesprochen haben, Guitar Man von Elvis Presley.
Und nachdem ich gestern Sketches of Pain von Tears for Fears genommen habe, nehme ich heute ein Stück von dem Album Sketches of Spain von Miles Davis. Und zwar wird es sein... Das habe ich überlegt, ob ich das nehme, aber ich nehme wahrscheinlich Will of the Wisp. Genau. Als es vorhin um Waterforce ging, sofort unsere Zuseher JB Nooch natürlich. Und Atze Kass angemerkt, das ist doch von TLC! Ein guter Hochzeits-DJ weiß das natürlich. Liebe Menschen da draußen an den Geräten, das war ein Abend voller Brandreden, das kann man mal so sagen. Ich bin gespannt, wie oft die... Also am Ende schafft es ja sogar einen Ausschnitt dieser Sendung in den Podcast von Böhmermann und Schulz. Also, da wird ja öfters mal was gesampelt aus irgendwelchen Videos. Bei uns zu Gast war Jens Berger, der jetzt hier gerade mit seinem Schiebetelefon schon in der weiten Welt... Mir wurde gesagt, ich soll nicht so viel verfickt Scheiße sagen. Und kannst du die Worte nochmal langsam wiederholen? Kaugummi kauen ist absolut unsexy. Unsexy. Soll ich auch nicht, das wurde mir gesagt. In Staffel 4 bist du ja dann wieder hier. Wenn wir alle Gäste von vorne beginnen, mit allen Gästen von vorne beginnen, dann lassen wir das alles weg. Das Schöne an dieser schönen kleinen Abendshow ist, dass man alles sagen kann, weil wir weder öffentliche Gelder kassieren, noch in irgendeiner Form irgendjemandem zur Rechenschaft verpflichtet sind. Die einzigen, die uns... Stimmt, eigentlich machen das immer nur Amerikaner, die denken, dass das immer so total cool ist, verfickt zu sagen, weil die denken, bei sich dürfen sie, es wird immer weggepiept. Mhm. Und dann hier wird er nicht gepiept. Nee, hier wird nicht gepiept, also ja, noch nicht. Das ist, wenn die da oben das so wollen, dann wird natürlich auch gepiept. Damen und Herren, wir schalten noch einmal, und zwar letztmalig am heutigen Abend, zurück auf die Bühne zu den mir ans Herz gewachsenen Late Nights. Dem Heike Ikola Gedächtnisorchester. Dem Heike Ikola Gedächtnisorchester, sagt Uwe hier gerade. Heike, viele Grüße an dich. Viele Grüße ins Sozietätstheater. Die Late Nights, Damen und Herren, am Piano ist das für Sie Matthias Nikolaus und am Bass Johannes Frigge, der heute während der Proben eine Eins weggelassen hat, ist mir aufgefallen. Und am Schlagzeug Felix de Merwe. Viel Spaß, wir sehen uns morgen mit einer ganz bezaubernden jungen Frau zu Gast. Das sind, können Sie dann morgen Mittag sehen, wenn ich den aktuellen Teaser-Cartoon veröffentlichen lasse auf allen Kanälen. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Eine Freude.